Das finde ich super. Ich finde vor allem super, dass wir uns hier versammelt haben, dass das so kurzfristig geklappt hat, dass ihr alle da seid. Das zeigt, dass dieses Thema uns interessiert, dass es uns wichtig ist, dass etwas passiert und dass wir für dieses Thema hier einstehen. An vorderster Front bei diesem Tricksen, diesem Täuschen, diesem Versprechen und diesen Behauptungen war unsere Familienministerin, Frau Ursula von der Leyen. Gut. Das steht dafür. So erhält man eine Demokratie aber nicht. So erhält man eine Demokratie aber nicht. Frau von der Leyen, Herr Schäuble, so verkommt sie zu so einer Art Demokratur. Da sagt das Netz, und Herr Gutenberg wird das vielleicht verstehen, Wilhelm so nicht. Was fies ist ja ein bisschen, dass ihr jetzt trocken bleibt und ich nass werde. Ich stehe hier heute auch für die Piratenpartei. Wir sagen von uns, dass wir für die Themen des 21. Jahrhunderts stehen. Und das ist heute nötiger denn je. Auch nötiger denn je ist ein Schirm, hat vielleicht mal. Der Himmel weint wegen des Gesetzes. Und ich werde nass. Dankeschön. Und jede Zensur des Internets wirken sich so heute auch unmittelbar auf unsere Gesellschaft aus. Die etablierten Parteien. Ein Mikrofon und Zettel kriege ich hoffentlich hin. Gut, das mit dem Schirm hat sich dann erledigt, dafür ist es jetzt windig. Nee, das geht nicht. Ja. Also ich bin fest entschlossen, das hier jetzt noch hinzukriegen, ganz egal, was die Naturgewalten machen. Und eigentlich wäre jetzt ein Moderator an der Reihe, der sagt, dass damit der nächste Programmpunkt fertig wäre. Da gibt es jetzt zwei Probleme. Erstens, ich sehe gar keinen Moderator und zweitens, es gibt auch nicht so recht einen zweiten Programmpunkt.